Als nächstes aufs Podium kommt Dr. Wolfgang Jäger. Er ist Vorsitzender der Hans-Böckler-Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, berufliche Ausbildung zu fördern und auch ideologisch ein wenig zu verändern. Auch er hat das Thema Durchlässigkeit und Bildungsgerechtigkeit sich auf die Fahnen geschrieben. Und er sagt zum Beispiel über sich, über seine Themen, die ihn bewegen: Die Mitbestimmung ist für ihn wichtig, sie ist für ihn ein Garant der Würde auch der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ein ganz wichtiges Thema, dass Arbeitnehmer auch zufrieden leben und dann eben entsprechend besser arbeiten. Und er hat die These aufgestellt, dass wir unsere Zukunft verspielen, wenn wir nicht endlich neu anfangen, unser Bildungswesen aufzustellen. Herr Dr. Wolfgang Jäger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank zur Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr, insbesondere nach Herrn Sattelberger sprechen zu können, wobei er mir ein wenig ja fast von meinem Vortrag schon weggenommen hat, denn ich war darauf gefasst, dass Herr Sattelberger viel sagt über Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel, aber dass er auch das Thema der sozialen Gerechtigkeit aufgerufen hat, hat mich ein klein wenig überrascht, obwohl ich sagen kann, dass sich die Sozialpartner eigentlich in der Frage des Fachkräftemangels und auch der Frage der sozialen Öffnung der Hochschulen sehr, sehr nahe gekommen sind, insbesondere was die Förderung des dritten Bildungsweges angeht. Ich bin bei Ihnen hier als einer von zwei Geschäftsführern der Hans-Böckler-Stiftung. Der Vorsitzende unserer Stiftung ist Michael Sommer, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und ich möchte Ihnen gerne ein klein wenig vorstellen aus der Praxis der Hans-Böckler-Stiftung, was wir machen, um die Ziele, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, zu erreichen. Insoweit will ich also einen kleinen Beitrag liefern, wie man das, was Herr Sattelberger jetzt so als großen Rahmen gesetzt hat, vielleicht in der einen oder anderen Form auch operationalisieren kann. Ich will das in vier Schritten tun. Ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung, vorstellen. Ich möchte zweitens etwas sagen zu einem programmatischen Dokument, was für die Hans-Böckler-Stiftung auch maßgebend ist, das Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule. Ich will drittens etwas präziser eingehen auf die Studienförderung, die wir machen, und schließlich zum Schluss etwas sagen zu unserem vor kurzem neu gestarteten Projekt Dritter Bildungsweg. Die Hans-Böckler-Stiftung ist eine Stiftung, die sich besonders der Mitbestimmung verbunden weiß. Und wenn Sie rätseln, was hat er hier oben für einen Sticker, und das kann man sich aus der Entfernung nicht lesen, hier steht pro Mitbestimmung. Also wir sind das Mitbestimmungsförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zweitens sind wir das Forschungsförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir haben eigene Institute im Hause und fördern auch Forschung an Hochschulen, an auch Instituten außerhalb der Böckler-Stiftung. Und schließlich drittens, wir sind eines der großen Studienförderwerke, also die Böckler-Stiftung macht den Trias aus, Mitbestimmungs-, Forschung- und Studienförderungswerk des DGB. Wir sind eine Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und wenn man sich den Jahreshaushalt ansieht, dann ist es uns mittlerweile gelungen, auf den Platz 4 vorzurücken in Deutschland. Vor uns sind noch die Bosch-Stiftung, die Volkswagen-Stiftung, die Bosch-Stiftung und die Bertelsmann-Stiftung. Und die Hans-Böckler-Stiftung steht an dritter Stelle. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns finanziell stützen können auf die Abführung von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten. Sie wissen, viele Unternehmen haben Aufsichtsräte, dort gibt es Tantiemen, und die Gewerkschaften haben sich verpflichtet,
Ihre Mitglieder, die Sie vorschlagen für die Aufsichtsräte und auch die betrieblichen Mitglieder, die vorgeschlagen werden, dass Sie einen Großteil Ihrer Tantiemen an die Böckler Stiftung abführen. Und diese Summen sind gewaltig, haben sich im letzten Jahr auf über 41 Millionen summiert, sodass die Böckler Stiftung damit immense Mittel hat, die ihr zur Verfügung stehen. Und schließlich zweitens bekommen wir wie jedes Begabtenförderwerk auch öffentliche Mittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und natürlich darüber hinaus auch Spenden von Förderinnen und Förderern. Das Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule ist 2010 veröffentlicht worden. Es war dann der Anlass für den DGB, auch auf dieser Grundlage ein hochschulpolitisches Programm zu machen, das denselben Titel trägt, Demokratische und Soziale Hochschule. Wir haben dieses Leitbild entwickelt, weil wir meinten, es war an der Zeit, auch grundsätzlich eine Position zu formulieren, zu finden, die die Hochschulentwicklung insgesamt konturieren soll. Wir haben die beiden Begriffe der Demokratie und der sozialen Verantwortung, der sozialen Inklusion gewählt. Mit demokratischer Hochschule meinen wir also, dass es eine Hochschule sein muss, die in der Demokratie Verantwortung trägt für die demokratische und soziale Entwicklung, dass diese Hochschule offen ist für gesellschaftliche Interessen und dass sie Transparenz schafft über Kooperationen, will also heißen, natürlich muss Hochschule auch drittmittelfinanziert sein, aber wir meinen, das muss dann auch, darüber muss Transparenz geschaffen werden. Und demokratische Hochschule heißt für uns auch Demokratie in der Hochschule, also eine Hochschule, die Mitbestimmung und Partizipation für alle Hochschulangehörigen gewährt. Mit sozialer Hochschule meinen wir, dass es zum einen keine soziale Selektivität beim Hochschulzugang geben darf, dass dem gezielt entgegengewirkt werden muss. Dazu werde ich später noch etwas präziser werden. Dass diese soziale Hochschule auch soziale Benachteiligung im Hochschulstudium abbaut. Also konkret, wir wissen auch aus unserer Arbeit in der Studienförderung, dass auch diejenigen, die aus nicht akademischen Familien nun den Sprung an die Hochschule geschafft haben, dass die immer noch spezielle Unterstützung brauchen, um sich in dieser akademischen Welt einzufinden. Diese soziale Hochschule ist nach unserem Verständnis offen für beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung. Ich werde das nachher im dritten Bildungsweg noch weiter konkretisieren. Und diese soziale Hochschule beseitigt die Benachteiligung von Frauen in Forschung und Lehre und bietet attraktive Arbeitsplätze. Wir haben in diesem Leitbild die Konturen noch weiter geschärft und unter der Überschrift soziale Öffnung der Hochschule haben wir also dargelegt, dass es uns darum geht, soziale Selektivität beim Hochschulzugang und im Studium abzubauen, dass wir dafür eintreten, dass es eine bedarfsdeckende Studienfinanzierung ohne soziale Diskriminierung gibt. Ich will nur mal daran erinnern, weil ich den Präsidenten des Deutschen Studentenwerks hier sehe, das BAföG hat mal in den 70er Jahren nahezu 50% der Studierenden erreicht. Und wenn man heute die Gesamtzahl der Studierenden nimmt und dann die Zahl derer, die BAföG beziehen, dann ist dieser Anteil auf 18% gesunken. Das ist die reale Situation heute. Wir wollen, dass es einen nachholenden Berufsaufstieg gibt für beruflich Erfahrene, dritter Bildungsweg. Und wir befürworten auch duale Studiengänge als weitere Brücken in die Hochschule. Wir treten auch dafür ein, dass Hochschulen Orte sind wissenschaftlicher Weiterbildung. Sie wissen, das ist eine ganz große Baustelle. Das fängt allein damit an, dass die Hochschulen finanzielle Mittel bekommen für die Erstausbildung. Die ist jetzt kostenfrei wieder, nachdem die Studiengebühren abgeschafft worden sind. Aber universitäre Weiterbildung muss über die Universitäten selber finanziert werden. Und das ist natürlich eine ganz große Schwelle, über die man erstmal hinwegkommen muss. Also wir treten dafür ein, dass für die Hochschulen auch spezielle Lehrressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass die Weiterbildung an den Hochschulen öffentlich verantwortet sein muss, dass sie auch vorgehalten und ausgebaut wird. Und wir treten dafür ein, dass wissenschaftliche Weiterbildungsangebote auch für Berufstätige ohne Studium offen stehen und auch bezahlbar sein müssen.
Nun möchte ich ein wenig konkreter auf die Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung eingehen, weil sie vielleicht ein bisschen auch ein Schlaglicht darauf werfen kann, was kann man konkret machen, um die an der sozialen Öffnung der Hochschule zu arbeiten. Wir sind eines der großen Begabtförderwerke. Nach der Studienstiftung des deutschen Volkes kommen dann mehrere Werke etwa gleicher Größe. Dazu gehört die Hans-Böckler-Stiftung. Wir finanzieren für unsere Stipendiaten zum einen das Studium, wir gewähren Auslandsaufenthalte und wir haben ein reiches Angebot an ideeller Förderung über Seminare, Veranstaltungen, Projekte, Praktika, Beratung, Netzwerke und werden dabei unterstützt von 500 Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten. Also unsere Stipendiaten bekommen eben nicht nur Geld, was man zum Studium braucht, sondern sie bekommen auch eine ideelle Förderung, die insbesondere für diejenigen wichtig ist, die nicht von zu Hause eben schon ein Gefühl für die akademische Welt entwickelt haben, sondern die sich das alles erst mit Beginn des Studiums aneignen müssen. Es gibt insgesamt 12 öffentlich finanzierte Begabtenförderwerke mit rund 23.000 Stipendiaten. Mittlerweile schon 13 Werke, denn es ist jetzt, oder 14 Werke sind es, Herr Timmermann, nicht? Es ist das jüdische Förderwerk Elis hinzugekommen und ein muslimisches Förderwerk Avicenna. Die sind also auch in die Arbeitsgemeinschaft der Begabtenförderwerke aufgenommen worden. Und die Zahl der Stipendiaten, so die Vorgabe des Bundesministers für Bildung und Forschung, soll in etwa 1% der Gesamtzahl der Studierenden entsprechen. Ja, wir waren, als wir diese Folie produziert haben, mit dieser Stichtagszahl das zweitgrößte Förderwerk. Und nur mal, um es einzuordnen, die Begabtenförderung beginnt ja schon in der Weimarer Zeit. Die Studienstiftung des Deutschen Volkes kommt aus dieser Zeit. Und es war dann die Stiftung Mitbestimmung, eine Vorläuferorganisation der Hans-Böckler-Stiftung, die schon 1954 es sich zur Aufgabe machte, für Arbeiterkinder Stipendien auszuloben, damit sie studieren können. Warum 1954? 1951 war die Montan-Mitbestimmung eingeführt worden und da gab es eben die ersten Arbeitsdirektoren und Aufsichtsräte, die dann an diese Stiftung Mitbestimmung gespendet haben, damit aus diesen Mitteln Stipendien finanziert werden konnten. Was ist unser spezielles Profil dieser gewerkschaftlichen Begabtenförderung? Wir wollen begabten Arbeiterkindern ein Studium ermöglichen. Wir wollen die Hochschule für Menschen mit Berufserfahrung öffnen. Und wir haben einen besonderen Begabungsbegriff. Wir wissen, dass man, wenn man ein Studium aufnimmt, etwas mitbringen muss, nennen wir das jetzt Begabung, aber wir wissen auch aus unserer langjährigen Arbeit, dass auch Begabung entwicklungsfähig ist. Und wir sehen Begabung nicht als etwas Statisches an, was man einmal hat oder was man nicht hat, sondern wir bauen unsere Arbeit auf einem dynamischen Begabungsbegriff, die also auch die Entwicklungsfähigkeit von Menschen eben unterstreicht. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und bei der Auswahl achten wir nicht nur darauf, dass, ich sage es jetzt einmal so, genügend Begabung da ist, sondern wir nehmen auch nur Stipendiaten auf. So ist das 1971 vereinbart worden, die sich durch ihr gesellschaftspolitisches oder auch ihr gewerkschaftliches Engagement auszeichnen und die damit auch deutlich signalisieren, wir wollen Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Und dieses Profil, das hat eben den Zweck, wir wollen damit eine soziale Öffnung der Hochschulen befördern. Und wenn Sie sich diese Zahlen hier ansehen, dann spiegelt sich das auch wieder in der Stipendiatenschaft der Hans-Böckler-Stiftung. Hier geht es also um die soziale Herkunft von Studierenden und Sie haben hier drei Säulen. Die linke Säule ist die Säule, wo die Geförderten der Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung sind. In der Mitte sind die Geförderten in der Studienförderung der begabten Förderwerke insgesamt. Und rechts außen sind die Zahlen der Studierenden im Erststudium insgesamt. Und wie Sie das aus der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks kennen, wird unterschieden in Herkunftsgruppen, die genannt sind niedrig, mittel, gehoben und hoch. Wobei man generell sagen kann, dass so die
Herkunftsgruppen, Niedrig und Mittel, die sind, wo es kein Akademiker in der Familie gibt und dass in den Gruppen gehoben und hoch es sich um Akademikerfamilien handelt, um einfach das mal so grob zu charakterisieren. Bei diesen Herkunftsgruppen geht es aber eben nicht nur um ein Bildungsniveau, das erreicht wurde, sondern geht es auch um sozialen Status, also welche Berufe eingenommen werden und so weiter. Aber das will ich hier nicht weiter ausdifferenzieren. Und wenn Sie hier nochmal sich die Grafik jetzt ansehen, dann sehen Sie, dass bei der Hans-Böckler-Stiftung der Anteil derer, die aus der niedrigen und mittleren Herkunftsgruppe kommen, also weit über 50% liegt, während er in der Begabtenförderung insgesamt nur bei 18% ist und bei den Studierenden im Erststudium insgesamt in Deutschland bei rund 41% liegt. Also die Böckler-Stiftung hat durch ihr Auswahlverfahren es erreicht, einen großen Teil von, so werden sie in letzter Zeit auch genannt, Studierenden der ersten Generation zu erreichen, die also aus Familien kommen, die nicht, wo Vater oder Mutter nicht Akademiker sind. Wir haben nun in den letzten Jahren unsere Zielgruppen ein wenig verändert. Wir haben weiter die gewerkschaftspolitisch engagierten Arbeitnehmerkinder. Wir haben gesellschaftspolitisch engagierte junge Menschen, also man kann Stipendiat der Böckler-Stiftung werden, auch wenn man kein Gewerkschaftsmitglied ist. Nicht, dass Sie denken, das ist eine geschlossene Gesellschaft nur für Gewerkschaftsmitglieder. Wir fördern schon von Anfang an Studierende im zweiten Bildungsweg, was mal sehr bedeutsam gewesen ist. Da haben wir 100 Studierende und mehr im zweiten Bildungsweg gehabt. Die Zahlen haben aber in der letzten Zeit deutlich abgenommen. Wir haben auch schon immer gehabt Studierende mit Berufserfahrung auf zweierlei Art. Zum einen, ein Großteil unserer Stipendiaten haben das Abitur gemacht, dann eine duale Ausbildung angeschlossen und nach der dualen Ausbildung sind sie dann zur Hochschule gegangen. Aber auch schon der dritte Bildungsweg hat immer eine Rolle gespielt. Die Hochschule für Wirtschaft und Politik, heute integriert in die Universität in Hamburg, war ja die Hochschule, wo man ohne Hochschulzugangsberechtigung durch eine Aufnahmeprüfung dann ein Studium aufnehmen konnte. Und seit 2007 haben wir einen ganz neuen Förderweg eingerichtet. Wir nennen ihn Böckler Aktion Bildung. Das ist dieser Förderweg, wo wir sozial Benachteiligte aus dem ersten Bildungsweg mit einem Stipendium ausstatten. Wie haben wir das gemacht? Wir haben in einer großen Werbeaktion, damals haben uns insbesondere die GEW-Lehrer in der Sekundarstufe 2 unterstützt, haben wir gesagt, wir wollen allen jungen Menschen, die einen Anspruch hätten auf einen Höchstsatz des BAföG, was ja der Ausweis da ist, dass sie aus materiellen Verhältnissen kommen, die bescheiden sind, wenn nicht schlecht sind. Und die in der Schule auch gute Noten erreicht haben und die aufgrund auch ihres Bildungshintergrundes, der Geringschätzung auch akademischer Bildung, sowas gibt es ja auch in bildungsfernen Schichten, die aber doch befähigt wären, ein Hochschulstudium aufzunehmen, denen wollen wir ein Stipendium geben und sie damit ermutigen, doch ein Studium aufzunehmen, aber auch in der Erwartung, dass sie sich auch während des Studiums, sofern sie das nicht schon zuvor getan haben, dann auch engagieren, gesellschaftspolitisch und sich als verantwortungsbewusste Staatsbürger einbringen. Das ist uns gelungen. Ein Drittel unserer Stipendiatenschaft, also von den 2500, sind mittlerweile über diese Böckler-Aktion Bildung gekommen. Die Hälfte dieser Stipendiaten haben einen Migrationshintergrund. Zwei Drittel dieser Stipendiaten sind Frauen. Man sieht auch hier, die Benachteiligung von Frauen ist auch insbesondere, was die soziale Herkunft angeht, immer noch ausgeprägt. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns hiermit gelungen ist, also junge Menschen zu erreichen, die ansonsten nicht studiert hätten. Und dadurch, dass sich das einmal herumgesprochen hat, ist das regelrecht zum Selbstläufer geworden. Und wir können also jetzt in jeder Aufnahmerunde etwa ein Drittel unserer Stipendien speziell für diesen Bereich der Böckler-Aktion Bildung verwenden. Diese Grafik haben Sie schon von Herrn Sattelberger gesehen. Das ist im Grunde unser Motiv, warum wir so handeln, wie wir handeln. Also dieser Trichter hier, den man sieht, von 100 Kindern von Akademikern nehmen dann 71 ein Studium auf.
während von Nicht-Akademiker-Kindern von den 100, die die Hochschulzugangsberechtigung dann erworben haben, sind es nur 24. Das ist einfach eine aus unserer Sicht große Ungerechtigkeit, und da versuchen wir eben jetzt zum Beispiel mit unserer Böckler-Aktion Bildung, aber auch mit den Initiativen, die wir auch schon von Anfang an ergriffen haben, nämlich gezielt Stipendien zu geben, wie es damals hieß, für Arbeiterkinder entgegenzuwirken. Nun noch kurz zum Modellprojekt Dritter Bildungsweg. Herr Sattelberger hat schon dargestellt, dass die Zahl derer, die über den dritten Bildungsweg jetzt an die Hochschule gekommen sind, verschwindend gering ist. Wenn man genau auf die Zahlen schaut, dann sind in diesen Zahlen ein ganz großer Anteil von Fernstudenten an der Fernuniversität Hagen enthalten. Also das sind viele, die sich über diesen Weg versuchen, dann weiter zu qualifizieren, die also nicht an die Hochschule, an die Universität gehen. Und wir haben ein Modellprojekt aufgesetzt, wo wir mit zwei Hochschulen zusammenarbeiten, und zwar mit der Universität Duisburg-Essen, der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, und der Hochschule Niederrhein, dem Fachbereich für Gesundheitswesen. Seit 2009, die Kultusministerkonferenz hat das ja beschlossen, können nun Facharbeiterinnen, Facharbeiter, die ihren Berufsabschluss gemacht haben, die 3 Jahre berufstätig waren, ohne eine Aufnahmeprüfung direkt an die Hochschule gehen, wenn sie ein berufsaffines Studium aufnehmen. Also hier geht es um den Mechatroniker oder geht es um den Elektriker, der jetzt also sagt, ich möchte ein Studium aufnehmen der Elektro- oder Informationstechnik oder des Maschinenbaus und das an der Universität in Duisburg-Essen machen. Oder es geht um den Pfleger, den Rettungssanitäter, der sagt, ich möchte jetzt an die Hochschule Niederrhein gehen und dort Healthcare Management machen oder E-Health studieren, um damit dann in leitende Funktionen im Gesundheitswesen, im Krankenhaus zu kommen. Und das Wichtigste aus unserer Sicht, nach den vielen Beratungen, die wir hatten und auch den Verabredungen, die wir dann getroffen haben, ist, dass es so etwas gibt wie ein Übergangssystem. Das heißt, es muss vor dem Beginn des Studiums muss es ein Angebot geben, damit die beruflich Erfahrenen sich auf das Studium vorbereiten können. Und es beginnt allein schon damit, dass man steigt ja dann, wir können das als Begabtenförderwerk leider nur als Vollzeitstudium anbieten, man muss dann aus dem Beruf aussteigen, man muss also alle Dinge regeln, die mit dem Betrieb zu regeln sind. Es gibt bisher viel zu wenige tarifliche Regelungen, die ein Rückkehrrecht garantieren. Nur in Südbaden-Württemberg gibt es solche Regelungen, dass man sich für 3 Jahre beurlauben kann, um dann in den Betrieb wieder zurückzukehren. Es müssen also die Dinge mit dem Betrieb geregelt werden. Da brauchen auch die beruflichen Erfahrungen Unterstützung, damit das auch dann wirklich rechtssicher ist. Es geht auch darum, sich darüber im Klaren zu werden, was bedeutet es, ein Studium aufzunehmen, das muss vereinbart werden mit den anderen Anforderungen, die da sind. In der Regel sind die beruflich Erfahrenen, ob männlich, ob weiblich, schon diejenigen, die auch eine Familie haben. Und es geht darum, auch vor Beginn des Studiums die Hochschule kennenzulernen und auch mit Lehrenden und mit Studierenden in Kontakt zu kommen, um einfach ein Gefühl dafür zu gewinnen, was erwartet mich da. Aber es muss viel mehr getan werden, als nur ein Gefühl zu entwickeln. Wir haben mit den beiden Hochschulen gemeinsam haben wir ganz spezielle Kurse entwickelt, Spezialkurse haben wir sie genannt, die dem Studium vorgestaltet sind, die 3 Monate vor dem Studium stattfinden. Es sind 4- bis 6-wöchige Spezialkurse, die nur für die ausgewählten Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung von der Hochschule entwickelt worden sind und jetzt auch veranstaltet werden. Und wir zahlen dann
Also wenn es zum 1. Oktober losgeht, wir zahlen dann schon zum 1. Juli aus Eigenmitteln der Böckler Stiftung, also wir dürfen das nicht aus den öffentlichen Mitteln machen, zahlen wir auch schon mit diesem Datum ein Stipendium für die beruflich Erfahrenen, dass sie also die 3 Monate vom Juli bis zum Einstieg dann im Oktober auch ein finanzielles Auskommen haben. Denn da finden die speziellen Kurse statt, für unsere Stipendiaten und danach auch die Vorbereitungskurse an der Hochschule, an denen alle Studienbewerber teilnehmen. Und dann beginnt das Studium mit dem 1. Oktober und dann eben, wenn die Immatrikulation erfolgt ist, dann können wir auch aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Und wir haben E-Learning-Angebote entwickelt, um also auch den Studierenden auch in der Zeit schon vor diesen Kursen, aber auch während dieser Kurse Unterstützung zu bieten, damit sie ihre Vorbereitung erfolgreich vorantreiben können. Und beginnt es unmittelbar, auch während des Studiums, in den ersten beiden Semestern, soll es eine spezielle Unterstützung geben in kleinen Lerngruppen durch speziell abgestellte Lehrende an den Hochschulen. Das machen wir jetzt also in Duisburg-Essen und am Niederrhein in Krefeld, wollen einmal ausprobieren, wie das klappt, denn wir sind der festen Überzeugung, ohne so ein spezielles Programm, wir haben es genannt jetzt so ein Übergangssystem, ist es für berufliche Erfahrene fast unmöglich, sich in ein Studium einzufinden. Letztlich und auch die Entwicklung dieser Kurse, wie auch die Hochschullehrer, die dann diese Kurse machen, werden von der Böckler Stiftung finanziert, weil die Hochschulen zu Recht sagen, wir haben keine zusätzlichen Mittel, wir können nicht spezielle Mittel dafür zur Verfügung stellen, sodass auch wir es sehr begrüßen, dass die Sozialpartner sich ja jetzt erklärt haben, und der Sattelberger würde das sicher an dieser Stelle unterstützen, dass den Hochschulen spezielle für den dritten Bildungsweg reservierte Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit nämlich genau das, was ich hier nur so grob skizzieren konnte als Übergangssystem, dass das Schule macht und damit auch die Chancen zur Entwicklung des dritten Bildungsweges verbessert. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen versucht, einen kleinen Überblick zu geben, der zum Teil natürlich schon sehr ins operative Geschäft geht. Ich bin ja auch nicht hier als Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sondern als Vertreter einer Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wollte deutlich machen, was wir unternehmen, um das Ziel zu erreichen, wie wir es nennen, der sozialen und der beruflichen Öffnung der Hochschule. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Jäger. Sie haben am Schluss angesprochen, erster, zweiter, dritter Bildungsweg. Muss es nicht 25, 26, 137 geben? Naja, erster Bildungsweg ist klar definiert. Da muss man eben die Hochschulzugangsberechtigung an der Schule erwerben. Zweiter Bildungsweg ist ja nochmal das Kolleg und dann das Abitur und dann ist man an der Hochschule. Und dritter Bildungsweg, Sie haben völlig recht, es geht ja jetzt darum, passgenaue Angebote zu machen für beruflich Erfahrene, die auch eben hinsichtlich der unterschiedlichen Berufe, aus denen die beruflich Erfahrenen kommen, natürlich auch entsprechend zugeschnitten sein müssen. Sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es an einer Hochschule, wo der ganze Fächerkanon zur Verfügung steht, dass es da einen Vorbereitungskurs für beruflich Erfahrene gibt, sondern das muss man schon differenziert machen. Also von mir aus 3a, 3b, 3c und so weiter. Machen wir uns zu wenig Gedanken über die Schnittstellen? Ich höre immer so Brüche raus. Wir haben uns mit der Schule beschäftigt, wir haben uns mit dem Studium beschäftigt, wir haben uns mit der Berufsausbildung beschäftigt, aber das sind immer so Inseln. Wo ist da die Durchlässigkeit, die Sie ja fordern? Ja, Sie fragen jetzt jemanden, der verantwortlich ist in einem Studienförderungswerk, wo sozusagen die Arbeit beginnt, wenn wir dann unsere Stipendiaten bekommen. Also wir haben das ja insoweit erweitert, dass wir gesagt haben, arbeiten da zum Beispiel auch mit arbeiterkind.de sehr eng zusammen. Man muss in die Schulen reingehen und dort auch werben und muss gerade den jungen Menschen Mut machen, die doch eigentlich sehr leistungsstark sind und die aufgrund ihrer sozialen Umgebung eben nicht erwägen zu studieren. Also dem muss man Mut machen.
Es gibt zum Beispiel, ich komme ja aus Düsseldorf, von da weiß man so, was auch in der Umgegend da los ist, an der Hochschule Westfalen in Gelsenkirchen-Buer, da gibt es von der Hochschule einen Talentscout. Ja, der geht also in die Schulen in Gelsenkirchen und stellt da einfach mal vor, das ist Studium, so kann man studieren und ist dann auch als Gesprächspartner gleich zur Verfügung für junge Menschen, die dann sagen, da möchte ich ein bisschen mehr wissen. Also von daher, es ist immer noch notwendig und ich kann das nur unterstreichen, man muss auch für Bildung werben. Und die hohe Studienanfängerquote, ich freue mich ja darüber, ist ja eigentlich ein Ausweis dafür, dass immer mehr verstanden wird. Akademische Ausbildung ist eben auch eine Garantie dafür, auch dann eine Arbeit zu bekommen, vielleicht eine interessante Arbeit, eine gut bezahlte Arbeit. Und diese Botschaft muss man auch immer weiter senden. Meine Damen und Herren, Fragen aus dem Publikum? Würde ich hier links anfangen. Eine Frage, wie passt der Techniker, also der Techniker, also was jetzt uns wird, wie passt der Techniker in das Konzept des dritten Bildungs? Ja, der Techniker hat ja schon eine fantastische Ausbildung und wir haben ja im Auftrage Ihres Vereins so eine kleine Studie gemacht, wo es darum geht, Techniker und Masterstudium. Also der Techniker ist ja im deutschen Qualifikationsrahmen mit dem Bachelor gleichgesetzt und deshalb würde es meines Erachtens ja keinen Sinn machen, dass jetzt jemand, der schon den Technikerabschluss hat, nochmal ein Bachelorstudium beginnt, sondern dass es dann eben die Möglichkeit gibt, ins Masterstudium zu gehen. Sind wir als Begabtenförderwerk natürlich erstmal gehalten und das erste ist ja mal auch die Vergabe von materiellen Mitteln, also Stipendien, darauf zu achten, dass es ein Vollzeitstudium ist. Das könnte ja sein der Fall, wenn ein Techniker dann in Masterstudium geht. Und dann machen wir zum Beispiel auch eine Studienförderung, die allerdings eine bedarfsabhängige ist. Will heißen, wenn man das berufsbegleitend macht, den Master, dann müssten also auch Einkommen mit angerechnet werden auf das Stipendium und auch Vermögen, das man besitzt, muss angerechnet werden. Aber von der Systematik her sind wir sehr dafür, dass also jetzt auch, wie es ja auch stattfindet, Techniker eben direkt auch ins Masterstudium gehen können. Und wir würden auch, wenn solche Bewerbungen uns vorliegen, solche Techniker, die im Masterstudium sind, auch in unsere Förderung aufnehmen, gegebenenfalls nur mit einer Grundförderung über das Büchergeld, aber dann einer entsprechenden ideellen Förderung. Und die ist übrigens auch gar nicht so uninteressant, weil das bedeutet nämlich auch Vernetzung und Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Vielen Dank. Schmidt, Hochschule Aalen, jetzt werde ich ein bisschen wuschig. Ja. Weil alles lieb und recht, DQR haben wir Stufe 6, Bachelor, Techniker und Meister. Meine Erfahrung mit schätzungsweise 150 Studierenden, die über den zweiten Bildungsweg, über den dritten Bildungsweg kommen, Meister oder Techniker sind, sagen ganz klar, die beiden, die auf der Stufe 6 sind ja gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mhm. Also da bitte ich doch insbesondere die Kandidatinnen und Kandidaten, nicht auf irgendeine falsche Fährte zu setzen. Da können wir jetzt streiten über Mathe. Mhm. In der Mathe 1 haben alle Technikerinnen und Techniker granatenmäßige Probleme. Ja, ja. Nun kann man darüber streiten, ob das an den Inhalten der Mathe liegt und an der Art, wie sie vermittelt wird. Aber für Ingenieure im Maschinenbau ist Strömungslehre, Thermodynamik ein essentielles Thema. Und das haben Technikerinnen und Techniker definitiv nicht. Und da kann ich Ihnen die ganz konkreten Beispiele nennen. Also von daher bitte ich doch ein bisschen die Trauben tiefer zu hängen und nicht den Technikern schon weiß zu machen, sie könnten zum Master durchstarten. So ist es aus meiner Erfahrung leider nicht. Darauf möchte ich gerne eingehen. Also auch für die beruflich Erfahrenen jetzt in unserem Modellprojekt Dritter Bildungsweg in Duisburg-Essen ist es natürlich auch erstmal eine ganz schwierige Situation, dass sie insbesondere im Bereich Mathematik unglaublich viel nachholen müssen. Sie sind da sehr emsig und bemühen sich, aber das wissen Sie besser als ich.
Jetzt sind ja auch die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge oft so konzipiert, dass also diese, ich nenne sie jetzt mal Grundfächer, gerade also Mathematik, gleich am Anfang liegen und damit natürlich ganz hohe Hürden auch aufgebaut werden. Und wer jetzt an dieser Hürde scheitert, der ist aus dem Studium raus. Die Abbrecherquoten bei den Ingenieurwissenschaften sind dramatisch hoch, sodass ich jetzt nicht den Schlüssel habe, wie kann man das alles verändern. Aber was wir in Essen, in Duisburg-Essen sehr intensiv diskutiert haben, die beruflich Erfahrenen bringen ganz andere Qualifikationen mit. Ja, also und sie haben also eher so ein ganzheitliches Denken, das auch ganz konkret bezogen ist auf ein Projekt. Und das sind Stärken, die diejenigen, die direkt nach dem Abitur dann zur Hochschule kommen, nicht haben. Sodass zum einen, da gibt es ja auch erste Bemühungen, zum Beispiel an der Ruhr-Universität im Bereich Ingenieurwissenschaften, auch ich denke, die Zeit eigentlich reif dafür ist, zu überlegen, wie kann man auch diese unterschiedlichen Erfahrungsschätze, die diverse Studierende haben, wie kann man die integrieren, um damit auch sie auch zu ermutigen und zu stärken, auch den Weg weiterzugehen. Wir würden niemals jetzt der Senkung des Niveaus das Wort reden, nicht? Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich kann das auch nicht beurteilen. Ich bin kein Ingenieurwissenschaftler. Also Mathe braucht man da offensichtlich, ja? Und das muss dann auch alles stimmen. Da muss man dann eben auch, wer dann als Techniker in den Masterstudiengang geht, da muss man auch darüber sprechen. Gibt es da auch sowas wie ein Übergangssystem, wie lang das auch immer ist, wie das ausgestaltet ist, um eben die beruflich Erfahrenen abzuholen, damit sie dann den Ansprüchen, die sie formulieren, dann genügen. Aber das ist eine Herkulesaufgabe, das sehe ich. Aber Mathe, fragen Sie mal jemanden, der durch die Verfahrenstechniker-Aufnahmeprüfung durchgefallen ist, sich dann einen Job ohne Mathe gesucht hat. Das ging dann besser. Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage? Ja. Mike Powell, mein Name. Firma Züblin in Stuttgart ist vielleicht bekannt als einer der führenden Baufirmen in Deutschland. Wir leisten uns ein sehr großes, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall technisches Büro, haben etwa 600 Ingenieure. Ein großer Anzahl sind Doktoringenieure, aber unsere Lieblingsmitarbeiter waren früher die gute Diplom-Ingenieur FH, die eine Berufsausbildung auch hinter sich gemacht haben. Deswegen kann ich ihn nur ermuntern, bitte weitermachen, weil für uns ist im Moment der Bildungslandschaft in Deutschland sehr kompliziert mit dieser Vielfalt von Bachelor- und Master-Qualifikationen. Und wir tun uns schwer, wir müssen uns wirklich umstellen, dass wir intern viel mehr machen müssen als Firma. Und ja, wir haben zum Glück Unterstützung von der Hans-Böckler-Stiftung, ich bin auch engagierter Gewerkschaftler. Mhm. Und wir haben letztes Jahr als Gesamtbetriebsrat eine neue Gesamtbetriebsvereinbarung zum Thema Fort- und Weiterbildung gemacht mit Hilfe verschiedener Dokumente vom Hans-Böckler-Stiftung. Deswegen an meiner Stelle Dankeschön. Ich bedanke mich. Gibt es noch weitere Fragen? Dr. Jäger, dann würde ich mich sehr herzlich bedanken für Dankeschön. Den interessanten Vortrag und auf Wiedersehen. Okay.